Ja, schönen guten Morgen und oder guten Abend und herzlich willkommen bei Retro The Book of Unwritten Tales 2. Wir sind in der letzten Folge in der Zeit zurückgereist und jetzt stecken wir jetzt erstmal eine Weile fest. Zumindest haben wir schon mal den Schlüssel der Werkzeugkiste gefunden und müssen uns jetzt einen Weg zurück in die Zukunft bahnen. Betrachte. Alten Bücher. Betrachte die alten Bücher, die noch genauso auf ihrem Platz liegen, wie sie seiner Zeit waren. Wie zu erwarten, sie sind heile und haben sich kein Stück bewegt. Benutze die alten Bücher? Ich möchte jetzt dich lesen. Rede mit den alten Büchern, oder? Haha, das könnte es vielleicht sein. Hallo? Wer bist du denn? Ein Gehilfe des Dachdeckers? Könnte man so sagen. Der Handwerker ist mit dem Dach noch nicht weit vorangekommen, wie es scheint. Er hat heute eine Rolle Dachpappe hier reingeschleppt. Guter Mann. Guter Mann? Warum arbeitet er nicht weiter? Heute? Ihr jungen Leute habt es immer so eilig und dann wird alles immer nur schnell, schnell gemacht. Aber es wird wenigstens gemacht. Ach, der Handwerker weiß, dass man mit Ruhe und genauer Planung letztendlich zu einem besseren Ergebnis kommt. Sah es schon immer hier so aus? Wie soll es sonst aussehen? Naja, bunter und mehr zum Sehen, weniger zum Lesen. Warum sollte man Dinge sehen wollen, anstatt darüber zu lesen? Wie willst du den lieblichen Duft von Jasmin an einem Frühlingsmorgen sehen? Oder sehen, dass ich dir nicht vertraue, weil du dieselbe Art von Mütze trägst wie ein Lehrer, der mich vor Jahren einmal fallen gelassen hat? Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum man auf all das verzichten sollte. Ich müsste mal in die Zukunft reisen. Was willst du denn da? Keine Zeit zu verlieren. Oder ich konnte es eben nicht mehr lesen. Tut mir leid, aber auf jeden Fall sind wir wieder in der in der etwas neueren Version gelandet. Jetzt können wir wenigstens die Werkzeugkiste öffnen. Hier haben wir den kleinen Schlüssel. Jede Menge Werkzeug. Gebrauchen kann ich davon aber nur den Hammer. Der Hammer aus der Werkzeugkiste. Nichts Besonderes zu sehen. So, jetzt haben wir Dachpappe und eine Handvoll Nägel. Dann können wir mal die Leiter hochklettern. Also los. Später. Das war's. Das Loch ist geflickt. Die Bücher sind gerettet. Ganz toll. Meintest du das sarkastisch? Das ist immer schwer zu sagen, wenn man keine Stimmen hört. Nein, echt, super. Ich habe euch das Leben gerettet, ihr solltet mich nicht verschaukeln. Und das habe ich empört gesagt. Du bist ein Held. Klasse. So, wie kommen wir jetzt noch weiter zurück in die Zukunft? Ach so, wir haben sowieso nur noch die Bücher hier. Ich habe diesen Büchern das Leben gerettet und trotzdem machen sie sich nur über mich lustig. Glaube ich zumindest. Naja, die gute Tat sollte Dank genug sein. Trotzdem hätte ich mir etwas Anerkennung gewünscht. Hey, ihr Bücher, hört meinen Bericht über eine Zeit, die da noch kommen wird. Ich mag keine Science Fiction. Dort gibt es eine zusätzliche Dimension. Wir nennen sie die dritte Dimension. Was ist das? Lieber Wilbur, hey, eine Nachricht des Zeitreisebuchs. Kurz nachdem du in deine Zeit zurückgereist bist, habe ich die Bibliothek verlassen. Es gibt da draußen viel zu entdecken. Zeitreisen müssen doch auch ohne Magie und außerhalb einer magischen Bibliothek möglich sein. Meinst du nicht? Ich möchte mich für alles bedanken, Bücherfreund. Dafür, dass du die griesgrämigen Bücher gerettet hast.
Vor allem aber dafür, dass du mir ein Thema, mehr noch eine Leidenschaft gegeben hast. Nimm als Dank mein Geschenk. Möge es deinen klugen Kopf stets trocken halten. Wow! So ein schicker Hut. Der Papierhut des Bücherfreunds. Ich hoffe, für seine Herstellung wurden nur Zeitungen verwendet. Ja, damit ist unser kurzer Exkurs in die Vergangenheit und meine meine Sprachkünste nicht länger erforderlich. Ich hoffe aber, es war zu ertragen. Alt, aber nicht vergammelt. Ob Sie sich überhaupt daran erinnern, dass ich Sie gerettet habe? Sie wissen nicht, dass Sie ohne meine Hilfe vergammelt wären. Für Sie ist das nie passiert. Was ist das hier? Gesetze Aventasiens. Hallo, bist du lebendig? Du beißt mir doch nicht die Finger ab, wenn ich dich aufschlage, oder? In Bracken ist es Männern gesetzlich verboten, ihre Frauen an Sonntagen böse anzuschauen. In Belzine ist es Frauen verboten, einen falschen Schnurrbart zu tragen, wenn dieser Tempelbesucher zum Lachen verleiten könnte. Seltsame Gesetze. Was haben sich unsere Gesetzesgeber sonst noch so einfallen lassen? In Schindulla ist es Männern wie Frauen über 18 Jahren gesetzlich untersagt, ihren Mund zu einem Lächeln zu öffnen, wenn dabei mehr als ein fehlender Zahn sichtbar wird. So einen Unfug kann sich doch niemand ausdenken. Das sind die albernsten Gesetze, von denen ich jemals gehört habe. In Seefels ist es öffentlichen Mitarbeitern unter 1,5 Metern Körpergröße verboten, Arbeiten in mehr als 3 Metern Höhe auszuführen. Aha. Puh, ich nehme alles zurück. Das Buch kommt mit. Damit hat sich nämlich nur das Problem mit den Spinnenweben da oben komplett erledigt. Hoffe ich doch zumindest. Das Feuer ist nun wieder ein ganz normales Feuer. Ich weiß nicht, wie lange ich davor gesessen und gelesen habe. Es müsste eine lange Zeit gewesen sein. Und doch ist sie wie im Fluge vergangen. Ich glaube, für den Troll und die anderen war ich nur ein paar Minuten weg. Aber Rauch ist hier auch noch nicht zu sehen. Vielleicht in The Book of Unwritten Tales 3. Wenn denn eins kommt. Wenn das Ende das zulässt. Man weiß es ja noch nicht. Gut, aber ich denke mal, hier in der Bibliothek sind wir fertig. Echt genial, diese Bibliothek, das Ding mit der Zeitreise, hammergeil gemacht. Also dickes, fettes Lob an die Entwickler, geil. Ach ja, hier ist ja unser Besen. Aber den können wir jetzt auch bannen. Denke ich doch mal. Das muss doch gehen. Das stimmt, das hatten wir ja schon mal. In die Ecke, Besen, Besen, sei's gewesen. In die Ecke, Besen, 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 sei's gewesen. Denn als Geister... Hey, ich hab gesagt, in die Ecke. Naja, immerhin ist der Spuk vorbei und die Eingangshalle ist gefegt. Damit kann ich zu Direktor Bloch gehen. Yes. Er scheint wieder normal zu sein. Der magische Ausflug hat keine Spuren hinterlassen. Wollen wir den nicht wieder mitnehmen und in die Vitrine stellen? Wäre besser, glaube ich. Also mit dem Troll rede ich nicht mehr. Das wird zu blöd. Entschuldigen Sie, Direktor Bloch. Ja. Wegen der Aufgaben. Ja.
Melde gehorsamst, die Halle wurde erfolgreich gereinigt. Verstanden. Es war ziemlich anstrengend. Aha, sehr schön. Herr Direktor, bitte werfen Sie einmal einen Blick hier rein. Was ist das? Haufenweise alte Gesetze und Verordnungen. Tatsächlich, das ist ja fantastisch. Klar, dass ihm das gefällt. Meinen Sie, dass die noch Gültigkeit haben? Aber natürlich, solange ein Gesetz nicht formal zurückgenommen wurde, hat es die gleiche Gültigkeit wie an dem Tag, als es erlassen wurde. Eines der Gesetze besagt, einem Staatsbediensteten unter 1,5 Metern Körpergröße ist es nicht gestattet, in mehr als 3 Metern Höhe zu arbeiten. In der Tat, ich sehe es. Und trotzdem wollen Sie, dass ich die Spinnweben in der Eingangshalle entferne? Die Spinnweben an der 5 Meter hohen Decke? Oh, natürlich nicht. Professor Wetterquarz, ich möchte mich in aller Form bei Ihnen entschuldigen. Ich hätte das nicht von Ihnen verlangen dürfen. Ich kannte das Gesetz nicht. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Aber ich vergebe Ihnen. Können wir die Aufgabe, die Spinnweben zu entfernen, damit als erledigt betrachten? Selbstverständlich. Lassen Sie mir das Buch bitte hier. Ein altes Gesetzbuch kann beim Aufbau einer neuen Ordnung nur nützlich sein. Errungenschaft freigeschaltet. Super. Was ich noch wollte. Ach so, ja. Wegen. Ja. Ach, doch nicht. Dann mache ich mich wieder an die Arbeit. Sie sind auf einem erstaunlich guten Weg. Eieieiei. Das mit dem Putzen, das ging aber gut. Genau, den Besen stellen wir artig zurück. Du kommst dahin zurück, wo du hingehörst. Zack. Rudis Besen ist wieder da, wo er hingehört. Und er hat eine gute Tat vollbracht. Hast du gut gemacht, Rudis Besen. Hä? Aber das Feuer in der Bibliothek ist doch wieder aus. Oder ist jetzt nur noch ein One-Way? Wahrscheinlich nur noch ein One-Way-Ticket. Ach ja, die Teile, da oben müssen wir ja auch noch. Das ist ja nur noch der eine. Den anderen haben wir ja schon weg. Und es sind beide Fenster offen. Jetzt reden wir doch nochmal mit dem Troll. Ich habe gerade nichts mit ihm zu bereden. Und das ist doch gut so. Ach, Wilbur, ich danke dir. Du magst ihn auch nicht, obwohl es mich nicht noch sonderlich weiterbringt. Der Papierhut des Bücherfreunds. Ich hoffe, für seine Herstellung wurden nur Zeitungen verwendet. Ey, wahnsinnig toll, echt. Aber wofür nutzt er uns? Ich meine, der Dingsbuch-Typ, aber das hilft uns jetzt. Die sind ja nicht anklickbar. Nee, in der Bibliothek haben wir nichts mehr verloren. Und können wir den Hut auch erstmal offen lassen. Ich find ich toll gerade. Den Feuerzauber mit irgendwas anwenden? Nein, ich bin nicht verzweifelt. Wie schießt du den jetzt echt ab? Ich glaube nicht, dass ich ihn treffen würde. Ich ziele nicht sonderlich gut mit dem Zauberstab.
Kobold da scheint besonders unternehmungslustig zu sein. Er war der Erste, der aus dem Klassenzimmer geschlüpft ist. Und nun dreht er da ganz oben seine Kreise. Warte mal, wenn ich jetzt das Ding ziehe. Der ist doch hier oben, direkt vor dem Fenster. Wird er da nicht direkt rauskatapultiert? Und tschüss. Ja! Richtig, er war nämlich hier, das Fenster ist hier runtergeklappt und hat ihn am Fenster entlang runtergehauen. Und da dieses Fenster nach innen aufgekippt ist, ist er jetzt raus aus der Schule. Sollte man nämlich noch, jetzt noch zusehen, dass wir die Fenster vielleicht wieder zumachen. Nicht, dass der Kobold wieder reinkommt. Und dann hat sich das Kobold-Problem auch gelöst. Das ist es. Ich habe ihn ausgesperrt. Ja. Und wieder eine Errungenschaft freigeschaltet. Kammerjäger. Ha. Das läuft zu gut heute. Alle Aufgaben in Rekordzeit erledigt. Ich denke, damit ist bewiesen, dass ich eine gute Wahl für die Schule war. Oder? Wilbur, was willst du schon wieder? Ich wollte nur sagen, dass ich alle Aufgaben erledigt habe. Du hast... Wie nicht anders zu erwarten. Da gibt es noch ein paar andere Dinge. Die anderen Stockwerke müssen noch vom Schutt befreit werden. Und das Dach hat Löcher. Außerdem haben wir ein Problem mit Riesenspinnen im Keller und kümmere dich um das Festessen für morgen. Direktor Bloch? Husch, husch, ich will Feierabend machen. Aber... Wie bitte was? Aber ich kann das doch unmöglich bis morgen schaffen. Unmöglich, unmöglich. Ich dachte, für den Herrn Gnom sei nichts unmöglich. Sie und die Ratsvorsitzende werden damit nicht durchkommen. Alle Stockwerke, das Dach, der Keller und das Essen bis morgen früh. Lass dir etwas einfallen, wie du das schaffst. Was sagst du dazu? Das ist unfair! Wie nicht anders zu erwarten. Niemand könnte all diese Aufgaben alleine erledigen. Ich brauche es gar nicht erst zu versuchen. Am besten, ich gehe runter in die Stadt und spreche mit Remy im Gasthaus. Vielleicht weiß er, was zu tun ist. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bin auch gerade ganz schön angefressen von dem Herrn Direktor Bloch, weil ich mir dachte, vielleicht ist er doch noch irgendwie ein fairer Typ. Aber scheinbar hat sich das jetzt gerade total erledigt. Auf jeden Fall finde ich es toll, dass ihr bis jetzt dabei seid und freue mich auf die nächsten Folgen mit euch. Bis zum nächsten Mal und tschüss.